Hey Leute, ich bin's 1Keks und ihr wisst ja, wie sonst immer meine Tutorial-Videos aufgebaut sind. Da habt ihr immer diese paar Command-Blöcke da, aber diese paar Command-Blöcke sind überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was heute ist. Wir haben heute so viele Command-Blöcke, das sind alle Commands, die es in der Minecraft Bedrock Edition gibt und die werde ich euch heute alle vorstellen und erklären, also zumindest die, die ich erklären kann. Es gibt ein paar, die ich leider nicht so gut erklären kann oder zu denen ich auch gar nichts gefunden habe, wie die überhaupt funktionieren. Das ist irgendwie sehr komisch, manche Commands kennt einfach keiner, aber egal. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein und zwar beim ersten Command und das ist der Slash-Fragezeichen-Command. Ganz simpel, ist einfach nur Slash-Fragezeichen, mehr ist das nicht. Im Command-Block funktioniert das nicht so gut, man gibt den eigentlich im Chat ein und wenn man Slash-Fragezeichen eingibt, dann erhält man eine Hilfeseite. Das ist ganz genau so wie der Command Slash-Help. Macht beides genau das gleiche, wenn ihr dahinter eine Zahl eingibt, dann könnt ihr auch auf verschiedene Seiten gehen, zum Beispiel Seite 2 oder Seite 3 und da sind dann mehrere Commands und die werden hier auch so ein bisschen kurz erklärt, wie man die benutzt. Ja, so viel zum Slash-Fragezeichen-Command, mehr ist das eigentlich nicht. Der nächste Command ist Slash-Ability und dieser Command ist exklusiv für die Education Edition, die ihr in der Bedrock Edition einfach bei den Welteinstellungen einschalten könnt. Dafür müsst ihr die Welt aber verlassen und ihr müsst bedenken, dass ihr die Education Edition auch nicht wieder ausschalten könnt. Das heißt, wenn sie einmal an ist, dann ist sie immer an. Hier könnt ihr sie ein- und ausschalten, also hier bei Education Edition, hier drunter. Ich weiß nicht, warum man in der Aufnahme meine Maus gerade nicht sieht. Ich hoffe, das sieht jetzt nur bei mir so aus. Okay, also hier unten bei Education Edition, unter dem, was ihr jetzt hier grün blinken seht, da könnt ihr das auf jeden Fall einschalten. Und dafür müsst ihr auch aus der Welt draußen sein. Das funktioniert nicht, während ihr in der Welt seid. So, was das Slash Ability Command macht, ist ganz simpel. Ihr macht Slash Ability, dann den Spieler, zum Beispiel @s. Und dann könnt ihr Mayfly, Mute oder World Builder machen. Mayfly ist dafür da, um einzustellen, ob der Spieler fliegen kann. Mute ist dafür da, um dafür zu sorgen, dass der Spieler nicht mehr in den Chat schreiben kann. Und World Builder, dafür gibt es noch einen anderen Command, mit dem man einstellen kann, dass niemand mehr in der Welt bauen kann. Und zwar slash immutable world. Wenn ihr das eingestellt habt, kann niemand mehr in eurer Welt bauen, außer diejenigen, die bei slash ability World Builder haben. Die können dann immer noch bauen. So, Mayfly ist übrigens sehr interessant, wenn ich in Game Mode 0 gehe, dann kann ich mit Mayfly immer noch fliegen, obwohl ich in Game Mode 0 bin. Okay, der nächste Command ist slash always day und ihr wisst ja, normalerweise bewegt sich die Sonne so ein bisschen, wenn ihr so ein bisschen drauf achtet, könnt ihr auch sehen, wie sich die Sonne relativ zu meinem Fadenkreuz ein bisschen nach oben bewegt. Ja, und genau das ist der Tag-Nacht-Zyklus. Also die Sonne bewegt sich die ganze Zeit und dann wird auch irgendwann Nacht und ja, ihr kennt das alles, muss ich nicht genauer erklären. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, den auszuschalten und eine davon ist der Command slash always day. Den benutzt ihr einfach nur so, also es ist einfach nur slash always day. Übrigens, im Command braucht ihr kein Slash, also ihr könnt das theoretisch auch weglassen. Ihr könnt es auch da haben, aber ihr könnt es auch weglassen. Also slash always day sorgt halt dafür, dass sich die Sonne nicht mehr bewegt. Die Sonne bleibt stehen. Es ist genau das gleiche wie in den Einstellungen. Die Option einfach hier unten irgendwo, Always Day. Das ist genau das gleiche. Wenn ich das jetzt ausschalte, dann wird das wieder eingeschaltet und dann bewegt sich die Sonne weiter. Also das macht einfach nur, es sorgt einfach nur dafür, dass die ganze Zeit Tag bleibt. Der nächste Command ist slash Camera Shake. Ja, also slash Camera Shake ist eigentlich ganz simpel. Camera Shake at p. 1, 3, positional, das ist jetzt ein Beispiel. Ihr könnt auch andere Zahlen nutzen, ich werde das auch gleich nochmal genauer erklären. Wenn ich jetzt diesen Command hier ausführe, dann seht ihr, das wackelt hier ganz lustig. Ja, so sieht das aus. Also ihr macht einfach slash camera shake, dann add, ihr könnt auch stop machen, dann wird, also dann wird das alles beendet, dann hört es auf zu shaken. Slash camera shake add s. Oder irgendein anderer Spieler, ich mache jetzt halt hier @s. Und dann könnt ihr hier auswählen, wie stark das sein soll. Da könnt ihr maximal 4 machen. Und dann die Sekundenzahl, wie lange das gehen soll. Da könnt ihr irgendwie 3 machen oder so. Und dann könnt ihr auch statt positional einfach rotational machen. Ist auch lustig. Ja, das sieht extrem seltsam aus. Ja, also so funktioniert das Slash Camera Shake Command. Als nächstes haben wir Slash Clear und wenn ich mir jetzt mal ein paar Items hier in die Hand nehme und dann diesen Command hier ausführe, dann werden mir diese ganzen Items rausgeclearet. Der Command ist einfach ganz simpel, slash clear @p. Ich kann jetzt auch bestimmte Items auswählen, die mir hier rausgeclearet werden sollen. Zum Beispiel soll mir jetzt nur Sandstone geclearet werden. Ich habe aber jetzt keinen Sandstone, deswegen brauche ich erstmal ein bisschen was. Und wenn ich jetzt Sandstone habe und ein paar andere Items, dann wird mir
Hiermit nur der Sandstone rausgeklärt und nichts anderes. Okay, weiter geht es mit dem Command slash clear spawn point. Und dafür muss ich euch erstmal erklären, was ein spielerspezifischer Spawn Point ist. Und zwar, wenn ihr ein Bett nehmt und darin einmal schlaft oder das irgendwie rechtsklickt, dann seht ihr, hier wurde jetzt mein Spawnpunkt gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt im Game Mode 0 bin und sterbe, dann werde ich immer hier bei diesem Bett respawnen. Wenn ich jetzt aber meinen Spawnpoint cleare, dann spawne ich einfach am Spawn. Und der ist interessanterweise hier bei diesem Schwein. Hallo Schwein. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was Clear Spawn Point macht. Ihr könnt auch noch einen Spieler auswählen. Ja, so funktioniert das. So, der nächste Befehl auf der Liste ist Slash Clone. Und für diesen Befehl gehen wir einmal hier runter. Ja, in diese wunderschöne Halle. An der Stelle einmal vielen Dank an Grüner Drache, der das hier alles gebaut hat. Also diese ganze Halle hier und das Haus hier. Und das Haus werden wir jetzt einmal als Testobjekt benutzen, um das zu klonen. Und wir wollen es hier rüber klonen. Das Haus ist jetzt hier und hier haben wir eine freie Fläche. Das heißt, wir nehmen das Haus, wählen es aus mit den Koordinaten 29, 19, minus 148. Und das ist die Ecke hier unten. Da der Grasblock unter, also dieser Grasblock, den ich gerade anvisiere. Das sind die ersten drei Zahlen. Dann 44, 33, minus 133 ist hier oben irgendwo, hier diese Ecke. Hier, genau hier, wo ich jetzt bin. Und dann die dritten drei Zahlen. Die dritten drei Zahlen, das klingt irgendwie komisch. 58, 19, minus 148. Das ist hier drüben in der Ecke. Ihr müsst aufpassen, dass ihr das wirklich genau in die richtige Ecke macht. Wie ihr das herausfindet, ist ganz simpel. Ihr gebt euch einmal einen Structure Block und dann macht ihr das genau so, wie der Structure Block das auswählen würde. Wenn ihr den platziert, seht ihr hier diese weißen Umrandungen. Das heißt, der Structure Block ist jetzt hier in dieser Ecke und dann müsst ihr auch beim Auswählen in dieser Ecke anfangen. Das heißt, wenn ihr den Structure Block in diese Ecke platziert, dann gehen die Linien in die Richtung von dem Haus. Das heißt, in dieser Ecke fangt ihr an und dann müsst ihr das auch in diese Richtung wieder einfügen. Das heißt, hier die untere rechte Ecke. Und hier wird das dann wieder eingefügt. Und wenn ich jetzt den Slash-Clone-Befehl ausführe, dann werdet ihr sehen, ist das Haus jetzt auch hier nochmal. Als nächstes haben wir den Befehl Connect und dazu kann ich euch leider nicht so viel erklären. Ich kann euch nur erklären, dass dieser Command irgendwie eure Minecraft-Welt mit einem externen Server verbindet. Aber was genau das macht, ist ein bisschen zu kompliziert für dieses Video. Und ich würde euch empfehlen, da einfach mal ein anderes Video anzuschauen. Ihr könnt damit auf jeden Fall über den Server auslesen, was in dieser Minecraft-Welt hier passiert. Das heißt zum Beispiel, wenn irgendjemand eine Nachricht schickt, dann wird das in der Konsole von dem Server ausgegeben. Und dann könnt ihr das irgendwie mit einem Discord-Server verbinden oder so. Wie auch immer. Ihr könnt da verschiedene Sachen mitmachen und es ist sehr interessant, was das so für Möglichkeiten bildet, ist aber leider zu viel für dieses Video, deswegen überspringe ich das. Als nächstes haben wir Slash Damage und dafür gehe ich einmal in den Game Mode 0. Nee, warte, ich erkläre euch erstmal den Command. Der Command funktioniert folgendermaßen: Slash Damage at P, damit, also irgendein Spieler. Dann wie viel Schaden, also die 10 sagt, wie viel Schaden der Spieler bekommen soll. 10 sind 5 Herzen, weil ein halbes Herz ist ein Schaden. Versteht sich? Dann Entity-Attack, das ist quasi, weshalb man geschlagen wird. Da findet ihr online Listen, was es da für Sachen gibt. Entity-Attack bedeutet, dass ich von irgendwas attackiert werde. Dann könnt ihr noch eine Entity auswählen und in diesem Fall ist das ein Schwein, das hier hinten ist. Und zwar das liebe Schwein mit Aggressionsproblemen. Ja. Das hat deshalb Aggressionsprobleme, weil es mich die ganze Zeit jetzt schlägt, wenn ich diesen Befehl hier ausführe. Also gehen wir einmal in den Game Mode 0. Und wenn ihr jetzt merkt, so ups, der Schaden kommt auch genau aus dieser Richtung. Wenn ich mich jetzt ein paar Mal damit schlagen lasse, dann steht hier auch im Chat, Imtex 5 was slain bei Schwein mit Aggressionsproblemen. Ja. Hallo Schwein, das ist nicht das Schwein mit Aggressionsproblem, das ist ein anderes Schwein. Als nächstes haben wir Slash Daylog und das macht nochmal genau das gleiche wie Slash Always Day und zwar es sorgt dafür, dass die Sonne ganz oben steht und sich nicht bewegt. Also Slash Always Day oder Slash Game Rule Always Stay True oder hier unten in den Einstellungen irgendwas. Ja, also es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, das umzustellen und das ist eine weitere. Ach ja, by the way, hier müsst ihr auch Daylog True oder False eingeben, das heißt, es ist nochmal ein bisschen anders als der andere Befehl. Um den nächsten Command zu demonstrieren, bräuchte ich einen weiteren Spieler und oh, da habe ich aber Glück, dass hier zufällig mein zweiter Account ist. Ja, also der nächste Command ist slash dop und wie ihr seht, hat mein zweiter Account gerade OP und wenn ich diesen Command hier ausführe,
dann hat er immer noch OP. Das liegt daran, dass das nicht in Command-Blöcken ausgeführt werden kann. Das heißt, ich muss es im Chat machen. /DOP zweiter Account und dann hat er kein OP mehr. Könnte man auch so hier machen, weiß ich nicht, wozu es dann ein Command gibt, wenn das nicht in Command-Blöcken machbar ist. Also wenn es in Command-Blöcken möglich wäre, das auszuführen, dann wäre es sinnvoll, aber so ist es irgendwie komisch. Aber ja, wie auch immer, so funktioniert das. Als nächstes haben wir den /Dialog-Command und um den zu demonstrieren, gehe ich einmal hier rüber. Hier haben wir nämlich zwei NPCs, einmal den Peter und einmal die Jutta. Und der Peter sagt, hallo, ich bin Peter und die Jutta sagt, hallo, ich bin Jutta. Und dieses UI, das wir gerade gesehen haben, können wir auch über einen Command öffnen. In diesem Fall, indem wir über diese Druckplatte hier gehen oder über diese hier, da öffnen wir Juttas UI und dann können wir das da alles sehen. Und wenn ich jetzt einmal nochmal kurz in Game Mode 1 gehe, dann kann ich euch auch zeigen, wie das funktioniert. Und zwar Dialog open at i teilt gleich npc r gleich 5 at p. Also dieses at i teilt gleich npc bla bla bla, das definiert halt einfach, welcher npc gemeint ist, also von welchem npc der Dialog geöffnet werden soll. Funktioniert auch nur mit npcs. Und dann at p ist der Spieler, von dem, also bei dem das halt geöffnet werden soll, in diesem Fall bei mir, wenn ich hier drüber laufe. Ja, so hier öffnet es halt diesen Dialog, weil ich jetzt gerade im Kreativmodus bin. Ja, als nächstes haben wir /Difficulty und dafür gehen wir einmal kurz in die Einstellungen, denn ich möchte euch zeigen, was das genau ist. Und zwar der Schwierigkeitsgrad in Minecraft bestimmt, wie sich bestimmte Dinge im Spiel verhalten. Bei Peaceful zum Beispiel spawnen keine Mobs und so, ihr solltet das alles kennen. Ist basic, denke ich mal. Das ist standardmäßig auf normal und wenn ich jetzt einmal hier /Difficulty Easy mache und diesen Befehl ausführe, dann wird der Schwierigkeitsgrad auf einfach gesetzt. Hier seht ihr, jetzt ist es hier auf einfach. Das könnt ihr auch im Chat machen, /Difficulty E wie easy oder H wie hard oder N wie normal oder P wie peaceful und dann könnt ihr genau einstellen, was für ein Schwierigkeitsgrad hier sein soll. Als nächstes haben wir /Effect und das ist ganz lustig, damit kann man nämlich Spielern bestimmte Effekte geben. In diesem Fall habe ich jetzt mal Nausea genommen, also Übelkeit. Das heißt, wenn ich diesen Command jetzt ausführe, dann wird mir ganz übel und das ist gar nicht gut. Das heißt, das Bild wird so ein bisschen schwammrig und bewegt sich die ganze Zeit. Also ihr macht /Effect und dann den Spielernamen oder @P oder @A oder was auch immer und dann den Effekt und dann die Sekundenzahl und die Stärke von dem Effekt. Und jetzt könnt ihr noch True eingeben, wenn ihr keine Partikel haben möchtet. Wenn ihr das True weglasst oder wenn ihr hier False dann schreibt, ist beides das gleiche, dann werdet ihr Effektpartikel haben. In diesem Fall diese lilanen hier. Die gefallen mir aber nicht so, deswegen machen wir hier True hin, damit wir keine Partikel haben. So, jetzt haben wir keine Partikel. Ihr könnt auch /Effect@S clear machen, um eure Effekte zu clearen und dann habt ihr keine Effekte mehr. Also wenn ich das einmal jetzt hier den Übelkeitseffekt nochmal anmache, dann kann ich ihn mit /clear wegmachen. So, als nächstes haben wir den /Enchant-Befehl. Für diesen Befehl nehme ich mir einmal ein Schwert aus dem Kreativinventar. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wird das Schwert, wenn ich das in meiner Hand halte, verzaubert mit Sharpness 3. Das ist ganz simpel, Enchant@P, Sharpness 3. Der nächste Spieler, immer das Item, das gerade in der Hand gehalten wird. Wenn der Spieler das Item nicht in der Hand hält, könnt ihr es nicht verzaubern über den Befehl. Das ist ein bisschen doof, aber ja, so ist es eben. Als nächstes haben wir /Event und für /Event spawnen wir einmal einen Villager. So, und dieser Villager ist ein Butcher. Wenn ich euch jetzt einmal hier diesen Command zeige, seht ihr /Event Entity @E type gleich Villager R gleich 5. Also alle Villager in einem Radius von 5 Blöcken, Minecraft Doppelpunkt become Farmer. Ihr könnt verschiedene Mob-Events hier auswählen, die sind auch nicht nur für Villager. Es gibt auch ganz viele andere Sachen, da könnt ihr auch mal online in irgendwelchen Listen nachschauen, was es da so alles gibt. Nee, lauf nicht weg, lauf nicht weg, lauf nicht weg. Bitte nicht. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, der ist schon aus dem Radius, glaube ich. So, ja, der ist Farmer. Immer wenn ich hier einen Villager habe und dann hier drauf drücke, wird er zum Farmer. Interessanterweise haben die hier aber keinen Hut auf. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber diese Villager hier haben keinen Hut auf. Vorhin, als ich das ausprobiert habe, hatten die einen Hut. Aber ihr seht, die sind alle Farmer. Auch wenn ich jetzt hier nochmal einen spawne, der Librarian ist, der wird direkt zum Farmer, wenn ich das hier mache. So, der nächste Befehl ist für sehr viele verschiedene Command-Block-Techniken extrem wichtig, und zwar der Command /Execute. Das ist ein Command, der wirklich sehr nützlich sein kann.
Was er an sich macht, ist, er führt Befehle aus, langweilig, man kann die Befehle ja einfach in Chat schreiben. In diesem Fall ist es tatsächlich genau das gleiche. Execute as at p run say hi. Okay, nee, ah nee, in diesem Beispiel ist es nicht genau das gleiche. In diesem Beispiel führt es den Befehl als der nächste Spieler aus. Also wenn ich jetzt hier als nächster Spieler von einem Command-Block stehe, dann steht im Chat, dass ich hi geschrieben habe, weil dieser Command als ich ausgeführt wird. Also wenn ich jetzt im Chat eingebe, say hi, dann ist das genau das gleiche, wie wenn dieser Command-Block das macht. Also es ist ganz simpel, ihr macht slash execute. Ganz wichtig, immer muss run dabei sein und nach run könnt ihr irgendeinen Command eingeben. Aber ihr könnt da auch noch andere Sachen davor schreiben, zum Beispiel add. Dann könnt ihr eine Entity auswählen, bei der dieser Befehl ausgeführt werden soll. Dann gibt es noch if, da könnt ihr irgendwelche Bedingungen stellen. Oder position, da könnt ihr die genauen Koordinaten auswählen, wo der ausgeführt werden soll. Oder unless, das ist genau das Gegenteil von if. Ja, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, Bedingungen, die ihr stellen könnt, unter denen das ausgeführt werden soll, wo das ausgeführt werden soll, von wem. Es gibt so viel, was ihr damit machen könnt. Es ist wirklich ein sehr cooler Command, der für vieles nützlich ist. Dann als nächstes haben wir den /fill-Command und dafür gehen wir nochmal hier runter, denn wir haben ja hier unser wunderschönes Haus. Dafür mache ich einmal hier /fill und dann diese Koordinaten hier. R. Ja, diese Koordinaten sind ganz simpel von der einen Ecke zur anderen Ecke, von wo bis wo das gefüllt werden muss. Ja, hier der Boden ist jetzt natürlich nicht mitgefüllt worden. Ich kann das jetzt auch mit Glas noch ersetzen. Also hier ist jetzt Glas an der Stelle. Und das Glas kann ich natürlich mit Fill R wieder wegmachen. Ich kann auch jeden x-beliebigen Block dahin machen. Und der Command ist ganz simpel. Fill die Koordinaten zu den Koordinaten und dann der Block, der dahin gefüllt werden soll. So, als nächstes haben wir slash fog. Und slash fog ist auch ein sehr, sehr interessanter Command. In diesem Fall haben wir jetzt fog at p push minecraft doppelpunkt fog unterstrich hell. Und dann einen Namen, den wir diesem Fog nehmen können. In diesem Fall einfach mal Nether. Ich glaube, das passt sehr gut, denn das ist der Nether Fog. Ja, interessant, dass man das mit RTX nicht so gut sehen kann. Wenn ich einmal kurz RTX ausmache, dann könnt ihr sehen, ist hier so ein roter Nebel überall. Den kann ich auch wegmachen mit slash fog at s remove und dann den Namen, den wir vorher dem Fog gegeben haben. In diesem Fall Nether. Ihr könnt da jeden x-beliebigen Namen reinschreiben, ist völlig egal. Es gibt auch online noch ein paar Listen dazu, was für Fogs es alles gibt. Ja, könnt ihr mal durchschauen, könnt ihr mal ein bisschen rumprobieren, ist sehr interessant. Als nächstes haben wir slash function und für slash function brauchen wir ein Add-on. Mit Add-ons ist es möglich, eine Datei zu erstellen, in der verschiedene Functions, also in der man kann eine Textdatei erstellen, in der ganz viele verschiedene Befehle untereinander stehen. Und das speichert man dann da ab und dann kann man diese Befehle alle in einer Reihe ausführen mit dem /function-Befehl. Da ich jetzt kein solches Add-on hier drin habe, kann ich euch das jetzt nicht demonstrieren. Es ist halt einfach nur /function und dann der Name, den ihr der Datei gegeben habt. Ja, also und dann könnt ihr das ausführen und dann werden die ganzen Befehle in dieser Textdatei ausgeführt. Ach ja, ihr dürft es natürlich nicht als Textdatei speichern, sondern ihr müsst es als .mcfunction abspeichern. Speichert es einfach als Textdatei und dann benennt das .txt zu .mcfunction um und dann funktioniert das. Schaut euch am besten dazu nochmal ein Tutorial an. Ich habe das jetzt nicht so gut erklärt. Also wenn ihr das machen möchtet, dann schaut euch das lieber nochmal irgendwo an. Als nächstes haben wir den /gamemode-Command. Ganz simpel, gamemode0@p. Wenn ich diesen Command hier ausführe, dann bin ich in gamemode0. Easy. /gamemode. 1 ist der Creative Mode, 2 ist der Adventure Mode und Spectator ist der Spectator Mode, der hat keine Zahl. So, als nächstes haben wir den /gamerule-Command. Mit dem /gamerule-Command könnt ihr verschiedene Einstellungen in eurer Welt per Command ändern. In diesem Fall gamerule fall damage force. Das ist jetzt keine Option, die hier in den Einstellungen ist, sondern das ist eine gamerule exclusive Sache irgendwie. Also, wenn ihr diesen Befehl hier ausführt, dann gibt es keinen Fallschaden mehr in dieser Welt. Ich mache nochmal ganz kurz /gamerule-fall-damage-true, damit ihr das, was habe ich falsch geschrieben? Also ich habe Game-Mode geschrieben, ups. Ich mache nochmal kurz /gamerule-fall-damage-true, um euch das zu demonstrieren. Also wenn ich einmal kurz in Game-Mode 0 gehe und mich 100 Blöcke hoch teleportiere, dann bekomme ich selbstverständlich Fallschaden und sterbe. Aber wenn ich jetzt diesen Befehl hier ausführe und mich dann nochmal nach oben teleportiere, dann bekomme ich keinen Fallschaden. Wie ihr sehen könnt. Es gibt unzählige Game Rules. Ihr könnt da wirklich sehr viel einstellen. Ihr könnt da einstellen, wie schnell Sachen hier funktionieren. Ihr könnt das Wetter einstellen, Freeze Damage, ob ihr Schaden durch Erfrieren bekommt oder irgendwas. Es ist wirklich richtig. Es gibt richtig viele Sachen, die ihr hier machen könnt.
Also ihr könnt euch das gerne mal genauer anschauen. Als nächstes haben wir einen Command, der exklusiv zu experimentellen Features ist. Also ihr müsst experimentelle Features aktivieren, um diesen Befehl hier nutzen zu können. Und ich würde sagen, dafür gehen wir mal ein Stückchen weiter weg, denn das hier ist ein Befehl, der eher so für die Entwickler von Minecraft oder für irgendwelche Add-on-Entwickler oder so ist. Und damit kann man bestimmte Funktionen von Minecraft austesten. Slash game test run. Und dann könnt ihr irgendwas hier auswählen und dann spawnt das eine kleine Sache, die hier irgendwas ausprobieren soll, ob diese Sache hier im Spiel richtig funktioniert. Und das ist sehr interessant, da mal durchzugehen, weil man bekommt so einen kleinen Einblick, wie das hier alles entwickelt wird und so, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, mal irgendwie so ein bisschen was durchgehen. So, als nächstes haben wir slash give, ein ganz simpler Command. Slash give at pdiamond 1.0, das gibt mir einfach nur einen Diamanten. Ganz easy. Also ihr macht slash give, dann Spieler, dem ihr irgendwas geben möchtet, dann das Item, dann wie viele davon und dann könnt ihr noch eine ID von dem Item, also wenn ihr zum Beispiel Wolle haben möchtet, könnt ihr mit dieser ID einstellen, welche Farbe die hat. Müsst ihr rumprobieren, das ist alles immer eine Zahl. Ihr könnt nicht einfach blue oder so eingeben, das ist ein bisschen umständlich, aber ja. Als nächstes haben wir slash help. Ich habe euch ja am Anfang schon slash Fragezeichen erklärt. Slash help ist einfach slash help und dann seht ihr hier, diese Hilfeseite ist genauso wie wenn ihr einfach nur slash Fragezeichen macht. Macht beides ganz genau das gleiche. Der nächste Command, den wir haben, ist slash kick. Und für slash kick brauche ich wieder meinen wunderbaren Zweit-Account. Hallo. Und wenn ich jetzt diesen Befehl hier ausführe, slash kick Zweit-Account, dann ist der Zweit-Account weg. Und er kann auch nicht mehr joinen, bis ich die Welt nochmal neu starte. Der ist jetzt wirklich einfach komplett aus dem Spiel geflogen. Und der kann nur wieder joinen, wenn ich die Welt neu starte. Und das ist problematisch, denn beim nächsten Command brauche ich den wieder. Es sei denn, ich töte mich selbst. Man kann sich auch selbst töten, indem man einfach nur slash kill at s oder einfach nur slash kill macht. Aber es ist lustiger, das mit dem zweiten Account zu demonstrieren, deswegen mache ich das. So, da sind wir wieder und tut mir leid, dass jetzt vorhin die ganze Zeit mein RTX aus war. Ich habe das jetzt erst bemerkt. Wenn ich jetzt slash kill zweiter Account mache, dann passiert erstmal gar nichts, denn mein zweiter Account ist noch in Game Mode 1. Dafür muss ich einmal slash Game Mode 0 zweiter Account machen, damit er natürlich im Survival Mode ist. Wir machen slash kill zweiter Account und dann ist er tot. Und ja, wir haben sein Item. Wie auch immer, der nächste Command ist slash list und mit slash list kann ich überprüfen, wie viele Spieler oder welche Spieler gerade hier online sind und ja, das steht natürlich jetzt nur hier im Command-Block. Also gerade sind online zweiter Account und Implex 5. Wenn jetzt mein zweiter Account das Spiel verlässt, so hier, dann steht hier natürlich nur noch Implex 5. Der nächste Command ist slash locate und den kann ich leider in dieser Welt nicht demonstrieren, weil hier keine Strukturen spawnen, aber ihr könnt slash locate village oder sonst irgendwas machen, slash locate inzwischen ist es anders. Entschuldigung, dieser Command hier funktioniert natürlich jetzt in diesem Fall nicht, weil ich diesen Command vorbereitet habe, bevor das geändert wurde. Seht ihr mal, wie lange das gedauert hat, das alles hier vorzubereiten. Slash locate biome oder structure. Ihr könnt jetzt slash locate structure machen, dann könnt ihr eine bestimmte Struktur auffinden, zum Beispiel Ancient City oder Village oder irgendwas könnt ihr halt hiermit finden und dann werden euch die Koordinaten dazu in den Chat geschrieben. Oder mit slash locate biome könnt ihr selbstverständlich irgendein Biom finden. Als nächstes haben wir slash loot und slash loot ist auch ein sehr interessanter Befehl. Und zwar, was der macht, ihr könnt eine bestimmte Stelle auswählen, von wo ihr einen Loot haben möchtet, zum Beispiel ein Mineshaft. Und dann könnt ihr diesen Loot irgendwie auf den Boden droppen oder in eine Kiste tun oder sonst irgendwas. Und in diesem Fall habe ich gemacht slash loot spawn. Dann die Koordinaten, Loot und dann woher das ist und was das hier genau bedeutet, wie ihr woher ihr diesen Namen Chest slash Abandoned unterstrich Mineshaft bekommt. Ihr müsst einfach mal kurz googeln, was für Loot-Sachen es in Minecraft gibt und da werdet ihr bestimmt irgendeine Liste finden. Wenn ich diesen Befehl hier jetzt ausführe, dann spawnen hier irgendwelche zufälligen Sachen, die in einem Mineshaft spawnen könnten. Also jedes Mal was anderes tatsächlich. Das ist auch ein sehr interessanter Befehl und kann auch sehr nützlich sein. Mit Addons kann man übrigens auch eigene Loot-Listen hinzufügen. Das heißt, ihr könnt da eure eigenen Sachen reinmachen. So, für den nächsten Command möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar könnt ihr hier irgendwas eingeben, zum Beispiel Gamer123. Und das ist jetzt der Name von diesem Command-Block. Der wird nicht nur im Chat angezeigt, sondern auch über den Command-Block selber.
Das heißt, wenn ihr irgendwie so ganz viele Command-Blöcke habt und ihr euch nicht zurechtfindet und keinen Bock habt, überall Schilder ranzuhängen, könnt ihr auch einfach kurz hier so was eingeben und dann wird das hier drüber angezeigt, über den Command-Block. Und das wird auch nicht nur über den Command-Block angezeigt, sondern auch im Chat bei Befehlen, die dieser Command-Block ausführt. Zum Beispiel in diesem Fall slash me. Also slash me, hallo, ich bin Gamer123. Wenn ich das jetzt ausführe, dann ist das so, wie als würde ein Spieler namens Gamer123 den Befehl slash me ausführen. Ja, und dann steht ihr, hallo, ich bin Gamer123. Und ich slash me mache, dann steht da Sternchen Implex 5. Und dann, ja, also je nachdem, wer das halt macht, steht da halt der Spielername davor. Und dahinter könnt ihr dann irgendwas reinschreiben. Als nächstes haben wir slash Mob Event. Und im Mob Event könnt ihr bestimmte Dinge steuern. Es gibt nicht viele, aber es gibt ein paar. Zum Beispiel könnt ihr steuern, ob ein Wandering Trader in eurer Welt spawnen kann oder nicht. Das macht ihr mit Mob-Event Minecraft-Wandering-Trader-Event-True oder False. Wenn ihr True macht, dann können Wandering-Traders in eurer Welt spawnen. Mit False können sie nicht mehr in eurer Welt spawnen. Genau das gleiche könnt ihr auch mit dem Ender-Dragon machen. Ich mache mal ganz kurz slash Mob-Event im Chat. Slash Mob-Event Minecraft-Ender-Dragon-Event-Pillager-Patrols-Event-Wandering-Trader-Event. Das sind die drei Events, die es hier gibt. Dann könnt ihr noch Events Enabled einstellen. Und das bestimmt, ob die von euch über slash mob event vorgenommenen Änderungen überhaupt eingesetzt werden sollen. Keine Ahnung. Als nächstes haben wir den Command slash msg. Slash msg, damit könnt ihr einem Spieler eine Privatnachricht senden, so wie auf einem Server, nur dass es hier nicht so schön aussieht. Zum Beispiel jetzt hier slash msg fp bla bla bla. Und dann kommt hier im Chat, das ist eine geheime Nachricht. Ja, das sieht sonst niemand im Chat. Das heißt, wenn irgendjemand anderes hier in dieser Welt ist, dann sieht sonst niemand diese Nachricht. Das kann ich euch auch nochmal demonstrieren, indem mein zweiter Account einmal diesen Befehl ausführt. Diese Nachricht sehe ich nicht, sondern nur mein zweiter Account. Als nächstes haben wir slash music. Mit slash music können wir Musik in Minecraft abspielen, zum Beispiel eine Schallplatte. In diesem Fall die Schallplatte 5, das ist die Warden-Schallplatte. Wenn wir diesen Command jetzt ausführen, dann sollten wir eigentlich düstere Warden-Geräusche hören. Tun wir aber nicht, weil ich meine Audio-Einstellungen natürlich nicht angepasst habe. Tut mir sehr leid, das mache ich natürlich, damit man im Video nicht die nervige Minecraft-Musik hört. So. Wenn ich das ein bisschen lauter mache, dann hört ihr auch die Schallplatte. Ja, ich kann auch slash music stop machen. Wenn ich slash music stop mache, dann ist es zu Ende. Ja, schade. Als nächstes haben wir den Command slash op und wir haben ja vorhin unseren zweiten Account op weggenommen. Ja, haben wir vorhin gemacht. Mhm. Und wenn wir jetzt den Befehl hier ausführen, dann passiert das natürlich wieder nicht, weil man es nicht über Command-Blöcke machen kann. Also slash op zweiter Account. So, und jetzt hat er wieder op. Nur über den Befehl. Okay, der nächste Command ist ein wirklich toller Command und zwar der slash particle Command. Execute add r run particle minecraft doppelpunkt lava unterstrich drip unterstrich particle. Ich habe das jetzt hier mit dem execute Befehl gemacht, damit der Partikel immer genau bei dem, also genau bei jedem Spieler ist und nicht damit der Partikel irgendwie beim Command Block ist, weil das wäre ein bisschen langweilig. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier drauf drücke, ist unter mir so ein kleiner orangener Partikel und wenn ich diesen Command Block jetzt hier auf repeat und always active stelle, also auf wiederholen und immer aktiv, dann haben wir ganz viele von diesen wunderschönen Partikeln. Und wenn wir jetzt hier so ein bisschen rumfliegen, dann sehen wir, die fallen runter. Deswegen liebe ich diese Partikel so. Es sind nicht die einzigen Partikel, die es gibt. Es gibt sehr viele Partikel, aber das hier sind auf jeden Fall meine absoluten Lieblingspartikel. Wenn ihr sowas in eurer Welt habt, das ist auf jeden Fall richtig cool. Ich liebe diese Partikel einfach. Und die hat auch jeder Spieler. Das heißt, wenn jetzt mein zweiter Account hier irgendwie rumläuft oder so, dann hat er die natürlich auch. Ja, ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal an. Das gefällt mir wirklich gut. Ich mag diese Partikel einfach. Es gibt auch sehr viele andere Partikel. Da könnt ihr auch nochmal online in so einer Liste nachschauen. Da gibt es, ja, gibt's genug. Als nächstes haben wir den slash playAnimation-Command. In diesem Fall haben wir playAnimation at r animation.piglin.celebrate unterstrich hand unterstrich special r10. Oh, kompliziert. Was macht das denn überhaupt? Ja, dieser Command ist sehr lustig, denn er sorgt dafür, dass die Spieler alle so einen lustigen Piglin-Tanz machen.
Warum das so lang ist, keine Ahnung. Animation.piglin.celebrate-han-special ist wirklich ein sehr langer Name und ich mag es auch nicht, dass er so lang ist, aber ja, es sieht lustig aus. Geht auch nach einer Weile wieder weg. Das sind diese 10 hier, das ist die Sekundenzahl, wie lange das anhalten soll. Und es gibt auch noch andere Animationen, da könnt ihr auch gerne online nochmal nachschauen, da gibt es auch solche Listen. Als nächstes haben wir /playsound und hier habe ich mal random.org. Das ist ein Sound, den ich sehr häufig bei irgendwelchen Sachen benutze, also es ist halt einfach dieser Sound hier. Ignoriert den Knopfsound. Das ist dieses Bling. Das benutze ich zum Beispiel bei irgendwelchen Itemshops, wenn irgendein Item erfolgreich ver- oder gekauft wurde. Dann macht das so Bling, so ist erfolgreich verkauft worden, so um das so ein bisschen zu signalisieren. Okay, als nächstes haben wir /reload. Und wir haben ja vorhin über den /function-Command so ein bisschen geredet. Der funktioniert nämlich mit einem Add-on. Und wenn ihr ein Add-on macht, während ihr gerade in eurer Welt seid, dann werdet ihr den /reload-Befehl brauchen. Denn ihr könnt mit diesem Befehl euer Add-on neu, also die Function-Befehle könnt ihr alle neu laden, während ihr in der Welt seid und müsst dafür nicht nochmal neu joinen. Also wenn ihr einfach nur /reload macht, dann, ja, das kann der Command-Block natürlich wieder nicht. Weiß ich auch nicht warum. Aber ja, mit /reload geht das auf jeden Fall. Als nächstes haben wir /replace-item. Dieser Befehl ersetzt Items in bestimmten Slots. Ihr könnt das im Inventar ersetzen oder in irgendwelchen Kisten oder wo auch immer. In diesem Fall haben wir entity.at/slot.weapon.mainhead0diamond10. Das ersetzt das Item in meiner Hand. Also immer wenn ich jetzt gerade hier, egal wo ich gerade meine, also welchen Slot ich gerade ausgewählt habe, wenn ich diesen Knopf drücke, dann wird ein Diamant zu diesem Slot hinzugefügt. Wenn ich da ein anderes Item drin habe, wird es einfach ersetzt. Ja, so funktioniert der Replace-Item-Befehl. Als nächstes haben wir /ride. Und zwar Ride at P, Summon Ride Trader Lama. Ja, man kann Trader Lamas reiten. Wenn ich hier drauf drücke, dann spawnt das so ein Trader Lama. Das sieht auch mit den Partikeln sehr lustig aus. Das wirft mich natürlich ab, weil es mich nicht mag. Ja, also immer wenn ich hier drauf drücke, dann kommt so ein Lama von so einem Wandering Trader, auf dem ich dann reite. Ja. Okay, der nächste Command ist simple /say. Es ist einfach nur /say hi und wenn ich hier natürlich wieder das eingebe, dann sieht man das wieder über den Command-Block und bei dem Command hier, also bei der Chat-Nachricht ist das dann auch. Und ich kann auch /say machen. Wenn ich /say mache, hallo, dann steht das auch im Chat. Als nächstes haben wir /schedule und das hat schon wieder was mit Functions zu tun. Und zwar /schedule. /schedule on area loaded at und dann könnt ihr irgendwelche Koordinaten eingeben. Das ist ein Bereich, den ihr auswählen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt diesen Bereich hier habt, dann macht ihr von einer Ecke zur anderen, so von dieser Ecke zu dieser. Und wenn irgendwie dieser Bereich hier geladen wird, also normalerweise, wenn da kein Spieler ist, dann ist dieser Bereich ja nicht geladen. Aber wenn der Bereich geladen wird, dann wird dieser Befehl, dieser Function-Befehl ausgeführt. Und diesen Function-Befehl, den macht ihr auch nicht einfach nur als Function so und so, sondern ihr müsst wirklich den Dateipfad zu diesem Function-Befehl hier aufschreiben. Ja, sehr umständlich. Als nächstes haben wir /scoreboard und ja, also viele sollten diesen Befehl eigentlich schon kennen. Es ist /scoreboard-objectives-test-dummy und dann irgendein Name. Wenn ich diesen Befehl hier ausführe, dann wird dieses Scoreboard hinzugefügt, aber ich kann es jetzt nicht, also normalerweise könnte ich jetzt /scoreboard Objectives Set Display Sidebar Test machen und dann würde das hier rechts angezeigt werden, aber ich habe da gerade schon ein anderes Scoreboard und weil dieses immer und immer wieder da hinzugefügt wird, muss ich diese Command-Block-Reihe, die dafür sorgt, einmal kurz ausschalten. Needs Redstone. So, jetzt kann ich das machen. Wenn ich jetzt den Befehl hier nochmal ausführe, dann seht ihr, ist dieses Scoreboard da rechts zu sehen. Da könnt ihr jetzt auch noch Sachen hinzufügen. Scoreboard players at s test 10. So, jetzt habe ich 10 Punkte in diesem Scoreboard. Ihr könnt auch irgendwas hinzufügen, was eigentlich kein echter Spieler ist. Zum Beispiel hallo, bla bla bla, test irgendwas. Und dann ist es auch hier im Scoreboard. Und dann könnt ihr das dekorativ für eure Welt nutzen. Aber ich finde dieses Scoreboard schöner. Ja, ich meine, es hat immerhin was Informatives. Wenn ihr auch so ein Geld-Scoreboard haben möchtet, dann schaut euch auf jeden Fall mein Geldsystem-Tutorial an. Da ist auch dieser Shop hier mit dabei.
Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich werde es euch mal oben verlinken. So, als nächstes haben wir /Script. Und es tut mir leid, ich kann dazu wieder nicht viel erklären. Es ist einfach, ich habe dazu nicht viel gefunden im Internet. Und wenn ihr irgendwie wissen möchtet, was dieser Befehl macht, schaut lieber selber nach. Es ist wirklich, keine Ahnung. Zu manchen Befehlen findet man einfach nicht viel Information und ich weiß nicht, woran das liegt. Als nächstes haben wir /Setblock. Und das ist ganz easy. Setblock 116,56-118, das sind die Koordinaten. Wohl ist Wolle. Das heißt, wenn ich jetzt den Befehl hier ausführe, dann wird an die Koordinaten, die hier sind, ein Wolle-Block gesetzt. Egal, was da vorher ist, auch wenn da irgendein anderer Block vorher war, der wird einfach durch Wolle ersetzt. Ja, ganz easy. Mehr muss man darüber nicht wissen. /SetMaxPlayers kann wieder nicht vom Command-Block ausgeführt werden, darum muss man das im Chat machen. Damit könnt ihr einstellen, wie viele Spieler maximal in eurer Welt sein können. Also wenn ihr jetzt SetMaxPlayers 40 macht, dann können maximal 40 Spieler in eurer Welt sein. Mehr als 40 könnt ihr auch gar nicht einstellen. Und wenn ihr 1 macht, dann könnt nur ihr selbst in dieser Welt sein. Bei 2 kann noch jemand weiteres joinen. Ja, und so weiter. Ihr versteht es. Als nächstes haben wir /SetWordSpawn. Dieser Befehl ist auch bei den Standardbefehlen im Chat dabei. Also wenn ihr hier auf dieses Slash drückt, dann habt ihr hier auch SetWordSpawn. Und dann könnt ihr da auch noch Koordinaten eingeben. Ja, in diesem Fall wird der Spawn zu 122,56-118 gesetzt und wenn ich diesen Befehl einmal ausführe und dann in Game Mode 0 gehe und /kill mache, dann spawne ich da und auch Spieler, die das erste Mal dieser Welt beitreten, werden immer hier spawnen. Nicht nur, wenn man irgendwie gerade gestorben ist, sondern einfach immer, wenn man dieser Welt das erste Mal beitritt, dann spawnt man auch an dieser Stelle. So, wieder zu 0,0 machen. 056,0, damit das nicht so blöd ist. Okay, es gibt noch den Spawnpoint-Befehl. Der SetWordSpawn-Befehl setzt den Spawnpunkt für die ganze Welt fest und der Spawnpoint-Befehl setzt nur den Spawnpunkt für einen bestimmten Spieler fest. Das ist so, wie als würdet ihr in einem Bett schlafen. Und wenn ihr jetzt wieder in Game Mode 0 geht und euch tötet, dann spawnt ihr an dieser Stelle. Aber wenn man das erste Mal dieser Welt beitritt, spawnt man nicht da und wenn man und alle anderen Spieler spawnen auch nicht an dieser Stelle. Das heißt, nur diejenigen, die jetzt diesen spielerspezifischen Spawnpunkt haben, spawnen an dieser Stelle. Als nächstes haben wir /SpreadPlayers, ein sehr interessanter Command. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie richtig lange gebraucht, um ihn zu verstehen, dabei ist es eigentlich ganz simpel. Also immer /SpreadPlayers, dann die Koordinaten für die Mitte, also wo die Mitte in eurem Umkreis sein soll. Also ihr müsst einen Umkreis auswählen, in dem die Spieler gespreadet werden sollen. Dann die Minimum-Entfernung, also wie weit es minimal entfernt sein soll. Und dann die maximale Entfernung, in diesem Fall 0 und 20. Also der Spieler soll irgendwo in einem Umkreis von 20 Blöcken hin teleportiert werden. Und dieses Welle-Welle ist halt einfach die Koordinate vom Command-Block, damit das halt einfach die Mitte von diesem Umkreis ist. Wenn ich das jetzt ausführe, dann werde ich irgendwo an eine zufällige Koordinate in einem Umkreis von 20 Blöcken teleportiert. Jetzt muss ich den Command-Block wiederfinden. Da, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann werde ich wieder irgendwo hin teleportiert. Ja, oh, wie praktisch, dass hier meine Partikel sind. Da kann ich es immer direkt wiederfinden. So, und meine Partikel sind da. Wirklich sehr praktisch. Das ist wirklich immer eine andere zufällige Koordinate, die ich teleportiert werde. Ja, als nächstes haben wir /StopSound. Das ist dafür da, dass wenn ihr irgendeinen Sound habt, /PlaySound, keine Ahnung, was man da jetzt nehmen könnte, aber wenn ihr irgendeinen Sound habt und der ist ein bisschen länger und ihr habt keinen Bock drauf, dass der weiter abgespielt wird, dann macht er einfach /StopSound@P und dann hört der Sound auf. Okay, als nächstes haben wir /Structure. Dafür gehen wir nochmal hier runter zu dem Haus. Und ich habe euch ja eben erklärt, wie ihr das Haus mit /clone hier rüber klonen könnt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit einem Structure-Block machen. Dafür platziert ihr den Structure-Block einfach nur hier drüben in der Ecke. Hier ist jetzt gerade irgendein anderer Block. Ich platziere es einfach mal hier hin und setze einfach dann das Offset auf 1 und 1. Und ja, so passt das. Und dann muss ich natürlich hier die Größe ändern und bla bla bla. Aber das muss man nicht mit einem Structure-Block machen. Man kann einfach /structure save, dann der Name von eurer Structure, zum Beispiel hier Test jetzt, dann die Koordinaten von der einen Ecke, dann die Koordinaten von der anderen Ecke. Ich mache jetzt mal nicht das ganze Haus, ich mache es jetzt mal nur bis hier oder so. Ja, das passt schon. Und dann irgendwie true oder so. Ah ne, warte, das funktioniert nicht. Hat gemacht. Ich habe nur keine Ausgabe. Entschuldigung, ich dachte gerade, das hätte nicht funktioniert, aber ich habe einfach keine Ausgabe. Okay, gut.
Wenn ich jetzt hier einen Block platziere, dann kann ich hier diesen Befehl ausführen. Structure load test 60, 20, minus 144 und dann wird das hier gespawnt. Ich habe nicht so drüber nachgedacht, an welche Stelle das jetzt gespawnt wird. Das hat jetzt, ist jetzt ein bisschen hier über den Rand gegangen, aber ist auch eigentlich egal. Ihr erinnert euch noch an den /fill-Befehl? Ja, hierfür wird er gebraucht. So, R. Ah, da ist immer noch ein bisschen was, aber ich mache einfach den Rest hier mit diesem Command-Block. Und dann ist nur noch hier oben ein bisschen was und dann ist es weg. So, oh Mann, dieses Gras hier ist irgendwie nervig, also dass da nicht überall Gras ist. So, Problem gelöst. So, als nächstes haben wir den /summon-Command. Auch ein ganz simpler Command, wenn ihr irgendwelche Spawn-Eggs habt, dann könnt ihr die natürlich nehmen und damit irgendwelche Entities spawnen. Ja, langweilig, das machen wir jetzt mit Commands. Summon, Pick und dann die Koordinaten. Wenn ich das jetzt ausführe, dann wird an dieser Stelle ein Schwein gespawnt. Man kann sogar auch /summon, Pick, Edgar, Welle, Welle, Welle. Und dann hat das Schwein schon einen Namen, wenn es spawnt. So, der nächste Command ist /tag und den werde ich euch zusammen mit dem /teleport-Befehl erklären. Und zwar, der /teleport-Befehl ist wie /tp, nur halt in Langform. /teleport-lp, tag gleich L 130 56 26. Das heißt, ich werde nur teleportiert, wenn ich den Tag L habe. Ich habe den Tag L nicht, das heißt, wenn ich hier jetzt drauf drücke, dann passiert absolut nichts. Es sei denn, ich gebe mir den Tag L, /tag@p@l. Wenn ich das jetzt mache, dann wird mir der Tag hinzugefügt und ich werde teleportiert. Ja, das ist einfach das, wofür Tags gut sind. Also man kann damit Spieler wiedererkennen. Wenn man irgendwelchen Spielern irgendeinen Tag gibt, dann kann man in Commands diese bestimmten Spieler auswählen, die diesen Tag haben. Ja. Und man kann auch Tags wieder entfernen, /tag@s remove l und dann ist es weg. Als nächstes haben wir den /tell-Befehl und das ist ein weiterer Command, der einfach nur eine MSG schreibt, eine private Nachricht. /tell schickt eine private Nachricht, genau wie MSG. Und auch hier können wir natürlich irgendeinen random Namen wiedergeben und dann steht er auch wieder da im Chat. Als nächstes haben wir /terror und /terror ist wieder einer dieser richtig coolen Befehle, die wirklich sehr nützlich sein können. Wenn ihr irgendeine Map habt, in der ihr irgendwelche Sachen in den Chat schreiben wollt, macht es einfach hiermit, okay? Vielen Dank. /terror schreibt einen Raw-Text in den Chat. Also ihr müsst, also es ist ein bisschen kompliziert hier mit dieser geschweiften Klammer und Anführungszeichen und so. Ja, muss man sich dran gewöhnen, aber so ist das. Terror at A, geschweifte Klammer auf, Anführungszeichen Raw Text, Doppelpunkt, Anführungszeichen, eckige Klammer auf, geschweifte Klammer auf, Anführungszeichen Text, Anführungszeichen Doppelpunkt, Anführungszeichen, dann euer Text. In diesem Fall der nächste Spieler heißt Anführungszeichen, geschweifte Klammer zu, Komma, geschweifte Klammer auf, Anführungszeichen Selektor, Anführungszeichen Doppelpunkt, Anführungszeichen at P, Anführungszeichen geschweifte Klammer zu, Komma, geschweifte Klammer auf, Anführungszeichen Text, Anführungszeichen Doppelpunkt, Anführungszeichen Paragraph 6 Punkt, Anführungszeichen geschweifte Klammer zu, eckige Klammer zu, geschweifte Klammer zu. Meine Güte, ist das ein langer, umständlicher Command. Ja, ist es, wenn man sich mit Commands nicht auskennt und wenn man diesen Command noch nie gesehen hat und überhaupt keine Ahnung hat, was Rawtext ist, aber es ist halt einfach umständlich, ja, was soll man dazu sagen, ne? Warum ist das so umständlich? Ja, weil man damit so viele Sachen machen kann. Man kann ja nicht nur einfach nur Sachen reinschreiben, sondern man kann hier dieses Selektor-RP, das könnt ihr by the way auch weglassen, wenn ich einfach, ja, okay, warte, ich demonstriere euch erstmal, was das hier macht, bevor ich das hier kaputt mache, weil das schreibt einfach nur eine Nachricht in den Chat, der nächste Spieler heißt Implex 5. Und ja, also ihr könnt auch ganz simpel nur einen Text da reinschreiben, wenn ihr das möchtet. Dann steht hier jetzt natürlich nicht, wie der nächste Spieler heißt, aber ist auch egal. Und das überprüft auch wirklich, wer der nächste Spieler ist. Das heißt, wenn irgendjemand anderes da der nächste Spieler ist, dann ist das auch der nächste Spieler. Als nächstes haben wir /testfor. Und testfor überprüft, ob es irgendeinen bestimmten Spieler gibt. In diesem Fall, ob es einen Spieler mit dem Tag L gibt. Nein, es gibt keinen Spieler mit dem Tag L. Das heißt, wir müssen uns wieder den Tag L geben. Da. So, jetzt haben wir den Tag wieder. Und jetzt test for found Implex 5. Ja,
funktioniert. Das ist einer dieser Commands, die ihr mit Redstone verbinden könnt. Also ihr könnt eigentlich alle Commands mit Redstone verbinden. Es überprüft einfach nur, ob die Ausgabe von einem Command-Block positiv ist. In diesem Fall, wenn es einen Spieler mit dem Tag L gibt, dann ist die Ausgabe hier positiv. Repeat und always active. Wenn ich jetzt einmal ganz kurz slash tag at s remove L mache, dann gibt es keinen Spieler mehr mit dem Tag L und dann geht die Lampe aus. Wenn ich mir den Tag wieder hinzufüge, geht die Lampe wieder an. Ja, so funktioniert das. Natürlich könnt ihr dann hier noch einen weiteren Command mit Chain, Conditional und Always Active machen. Also verkettenbedingt und immer aktiv. Und dann wird dieser Command hier permanent ausgeführt, solange die Ausgabe von diesem Command-Block positiv ist. Das heißt, solange es einen Spieler gibt mit dem Tag L, wird dieser Command hier ausgeführt und im Titel hier unten steht irgendein Blödsinn. Als nächstes haben wir slash test for block und dieser Command hier funktioniert folgendermaßen: test for block 115, 56, 118, das sind wieder die Koordinaten, Sandstone. Das überprüft, ob an genau dieser Stelle, wo jetzt der Command Block steht, Sandstone ist. Jetzt steht ein Command Block. Natürlich ist da kein Sandstone, das heißt, es ist da nichts. Hier ist jetzt auch wieder kein Sandstone. Oh, warte, was? Ah, ja, die Lampe geht an durch den Knopf, natürlich. Ja, aber es ist natürlich auch wieder kein Sandstone hier. Nur wenn hier wirklich Sandstone ist, dann steht hier unten Successfully found the block at 115, 56, 118. Das könnt ihr natürlich wieder mit Chain Command Blocks oder Redstone verbinden, wie auch immer. Dann gibt es slash Test for Blocks. Dafür gehen wir einmal hier rüber. Und zwar haben wir hier zwei verschiedene Bereiche. Hier haben wir den Command Block mit slash Test for Blocks und die einen Koordinaten zu den nächsten. Und dann wieder, also das ist wie bei dem Clone-Befehl. Wir haben hier 182, 56, minus 51, das ist die eine Ecke. 188, 61, minus 45, das ist die andere Ecke. Und 191, 56, minus 51, das ist die Zielecke. Und wenn ich jetzt hier irgendwas hinbaue, dann sind die nicht mehr identisch. Das heißt, die Lampe geht aus. Ich muss genau das gleiche hier auch wieder hinbauen. Dann geht die Lampe wieder an. Und das überprüft, auf welche Blöcke das sind. Das heißt, wenn hier irgendwie der falsche Block drin ist, dann funktioniert das nicht. Eine Sache, die ich mich frage, ist, warte mal, was passiert, wenn ich, warte mal, das interessiert mich jetzt. Also ich habe hier diese Redstone-Lampen und bei beiden geht das Redstone-Signal hier raus. So, das ist jetzt beides wieder identisch. Aha, ja, okay. Also es überprüft auch, ob Redstone und irgendwelche Lampen tatsächlich an sind oder nicht. Ja, ansonsten funktioniert das nicht. Ja, jetzt ist es wieder identisch. Ich leere mal kurz mein Inventar. So, und dann gehen wir wieder hier rüber. Als nächstes haben wir slash ticking area. Und dafür gehen wir mal an einen weit entfernten Ort, an dem dieser Command-Block hier steht, der permanent einen Titelbefehl anzeigt, und den haben wir die ganze Zeit nicht gesehen, weil dieser Command-Block so weit weg ist. Ja, was ist jetzt das Problem? Ja, wir wollen eigentlich diesen Titelbefehl überall in der Welt sehen. Überhaupt haben wir ganz viele Command-Blöcke, die diese Welt hier steuern, und die gehen auch ständig aus, wenn wir irgendwie weit weg gehen. Wie können wir das verhindern? Mit dem slash ticking area Befehl. Ganz simpel, ihr habt diesen Bereich, in dem eure ganzen Command-Blöcke stehen, die für eure Welt zuständig sind, und dann macht ihr slash ticking area at irgendeine Ecke, dieses Mal ist es völlig egal welche Ecke, und dann die gegenüberliegende Ecke, und dann könnt ihr eurer ticking area noch einen Namen geben, area 51 oder so. So, das heißt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann ist dieser Titel-Command immer noch an, die ganze Zeit. Egal, wie lange ich hier jetzt noch warte, der Titelbefehl bleibt die ganze Zeit an, weil hier diese Ticking-Area ist und dieser Bereich hier mit dem Command-Block für immer geladen bleibt. Wenn ich jetzt aber slash Ticking-Area remove Area 51 mache, dann gibt es diese Ticking-Area nicht mehr. Und wenn ich jetzt hier rausgehe und der Command-Block nicht mehr geladen ist, dann verschwindet der Text. Als nächstes haben wir slash time. Ganz easy, wir haben jetzt gerade Tag. Ich mache slash timeset night, midnight, und es wird Nacht. Ja, so simpel. So, mein Video geht jetzt erstmal im Dark Mode weiter. Wir haben als nächstes den slash title Command. Slash title ist ganz simpel. Man führt den Befehl aus und dann hat man einen Titel. In diesem Fall ein kunterbunter Text. Das ist der Text, der hier drin steht, hinter title at p title. Und ja, dieser Text war sehr aufwendig, weil er so bunt ist. Man kann auch mehr als nur diesen großen Titel machen. Also wenn ich jetzt slash title mache at s
Dann kann ich es auch in die Action Bar machen oder so. Dann schreibe ich hier irgendeinen Text rein, dann steht es da unten. Oder ich mache es in Subtitle. Und dann, wenn ich das jetzt hier hin mache, dann ist dieses A unter diesem kunterbunten Text. Ja, und genauso funktioniert das auch mit Slash Title Draw. Nur, dass Slash Title Draw nicht einfach irgendeinen Text nimmt, sondern wie bei Slash Tail Draw einen Raw Text. Da könnt ihr auch wieder irgendwas eingeben. Zum Beispiel Title Draw at A Title, geschweifte Klammer auf. Anführungszeichen Raw Text, Anführungszeichen Doppelpunkt, eckige Klammer auf, geschweifte Klammer auf, Anführungszeichen Selektor, Anführungszeichen Doppelpunkt, Anführungszeichen at P, Anführungszeichen geschweifte Klammer zu, eckige Klammer zu, geschweifte Klammer zu. Ja, so sind Raw Text Commands. Wenn ich das jetzt ausführe, dann wird der nächste Spieler bemerkt und dann steht auch im Chat, dass der nächste Spieler in Text 5 ist. Und das funktioniert auch mit jedem anderen Spieler. Also wenn ich jetzt hier meinen zweiten Account nehme, der wenn der jetzt hier ist und der nächste Spieler von dem Command ist, dann ist natürlich sein Name hier im Chat. Und das ist nicht der, der den Knopf drückt, sondern der, der am nächsten an dem Command-Block steht. So, wir haben jeder Tag. Der nächste Befehl ist Slash Toggle Downfall. Dieser Befehl wechselt zwischen Regen und Sonnenschein. Meiner Meinung nach ein ziemlich unnötiger Command, denn das gleiche kann man auch mit Slash Weather machen. Also Slash Weather Rain oder Clear. Aber ihr werdet es gleich nochmal sehen beim Weather-Command. Als nächstes haben wir den Slash-TP-Command. Ist genauso wie Slash-Teleport. Also einfach ganz genau das gleiche. Je nachdem, ob man gerade den Tag L hat oder nicht, kann man hier wieder auch machen. Oder man macht es einfach ohne dieses Tag L. Man kann auch einfach nur Slash-TP-FP machen und dann teleportiert man selbst sich zum nächsten Spieler. Oder Slash-TP-Zweit-Account, dann teleportiere ich mich zum Zweit-Account. Ich muss nicht Slash-TP-S... ich muss nicht slash tp at s zweiter Account machen oder so. Das ist, ja, also ja, ich kann einfach nur zweiter Account eingeben, ist viel simpler. So, slash volume area, wieder so ein Command, zu dem ich nichts online gefunden habe. Ich weiß nicht warum, aber dazu findet man einfach nichts. Deswegen ist auch dieser Command leer. Ich kann es euch leider nicht erklären, tut mir leid. Als nächstes haben wir slash w. Niemand weiß, warum dieser Command existiert, denn es ist wieder mal ein Command, um jemanden MSGs zu senden. Keine Ahnung, warum es drei Stück davon gibt. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Egal, machen wir weiter mit slash weather. Slash weather ist wieder einer der Standardbefehle. Wenn wir hier slash weather rain machen, dann regnet es. Haben wir vorhin schon bei slash toggle downfall erlebt. Und hiermit mit slash weather clear können wir natürlich das Wetter wieder klar machen. So, wunderschön. Dauert immer ein bisschen. Ja, jetzt ist es wieder klares Wetter. Slash WS Server macht genau das gleiche wie Slash Connect. Dazu habe ich euch vorhin schon mal ein bisschen was erklärt. Kann ich euch jetzt hier leider nicht demonstrieren, darum ist es leer. Tut mir leid. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Command. Slash XP. Dieser Command verwaltet, wie viele Level ihr gerade habt. Also wenn ihr im Game Mode 0 seid, dann seht ihr ja hier unten so eine Levelanzeige, die jetzt gerade leer ist. Und jetzt habe ich da 10 Level. Wenn ich jetzt Slash XP 10 mache und dann Add S, dann werden mir nur 10 XP hinzugefügt. Wenn ich 10 L mache, dann werden mir 10 ganze Level hinzugefügt. Das ist der Unterschied zwischen 10 und 10 L. Wenn ich die wieder entfernt haben möchte, dann kann ich minus 10 L machen. So hier und so hier. Jetzt habe ich gar keine Level mehr. Und damit ist dieses Video vorbei. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die bis hierhin mitgeschaut haben. Und auch nochmal ein großes Dankeschön an Grüner Drache, der diese tolle Halle da unten gebaut hat. Ich möchte noch einmal ganz kurz einen Bonus-Command hier, ein Bonus-Tutorial machen. Und zwar, wie ich das hier gemacht habe, dass man sich hier hin und her teleportieren kann. Dafür braucht ihr diese drei Command-Blöcke. Einmal diesen einen hier, der hier überprüft, ob der Command, ob der Knopf darüber gedrückt ist. Das macht ihr mit Test for Block, Welle, Welle, 3 Welle, Stone Button und dann... Ja, in diesem Fall ist es 12. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass der Knopf in ganz viele verschiedene Richtungen gedreht sein kann. Ihr müsst ein bisschen rumprobieren mit der ID, also welche ID hier hinkommt. Und wenn ihr es herausgefunden habt, dann herzlichen Glückwunsch. Es kann ein bisschen lange dauern, bis ihr das rausfindet, weil, ja, keine Ahnung, ihr müsst halt ein bisschen rumprobieren. Dann müsst ihr hier einen Redstone-Komparator hinmachen. Diesen verbindet ihr mit einem weiteren Command-Block und da steht dann der Befehl drin, den ihr ausführen möchtet. Und damit habt ihr einen schwebenden Knopf, der einen Befehl ausführt. Wunderschön. Und auch ein toller Abschluss für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf MeetsMC vorbei und ciao.